der Ding ist auch gut. Der Paschanim ist auch gut. Paschanim Wer? fahre ich auch. Okay. Der, diese drei, vier Songs, die er gemacht hat, sind sehr gut. Die sind sehr, sehr fresh. Die sind sehr, sehr gut. Und der wird auch eine Nummer werden. 100%, ich weiß. From like German rap perspective, like Paschanim, you know, I just listen to his music a lot. It's dope, you know. Have you met him? No, not yet. Oh my God, I'm not gonna lie. I know I said I want a solo album from you, but I would not be mad about a Paschanim Ezel collab project. I would love to do it too. Yeah, really. Hit him up in the DM. Paschanim, wenn du das siehst, Ezel is here. He likes your music. Paschanim finde ich gut, habe ich mit reingepfiffen. Respekt, viel Erfolg auf jeden Fall. Du mit dem Kalle einen Song hast, dass du Yeah, mit Kalle. Pascha und Simba und so mit dem Umfeld auch zu tun hast. Woher kennst du die Leute alle? Jan ist so Day One, also Pascha, er ist so der. Wir haben früher halt so Sessions gemacht, die mich so immer mehr motiviert haben, dazu zu rappen. Er ist einfach Day One, er hat mich auch immer so gut unterstützt und so. Und wie bin ich mit denen eigentlich? Über Snapchat, glaube ich, Über damals. So, Snapchat? ja, ganz simpel so. Und dann getroffen, gechillt, Session gemacht, Party gegangen so und dann alle anderen mäßig kennengelernt. Vor, ich glaube, 3 Jahren ungefähr, zwei Jahren kennst du, ja. Okay. Aber wie lernt man sich über Snapchat kennen? So, eine Freundin, sie hat ein Video von mir gemacht, wie ich gerappt habe. Pascha, okay, so, okay. Geantwortet, dann, ich habe ihn angeschrieben, okay. So mäßig. Okay. Aber ich küsse deren Herzen sehr, wirklich, die sind auch immer für mich da. Er macht jetzt nichts Neues oder so, nichts jetzt, was ich schon nicht gehört habe oder so, aber ich finde, er macht es schon gut. Ey, Steve, ich liebe den. Du kennst den. Ich liebe den. Aber du bist ja voreingenommen dann. Nein, ich kenne 2 Songs von ihm. Ja, Shabab. Das ist auch ein krasses. Ich finde das unfair. Halt, ich finde es richtig tight, Alter. Okay, er ist cool. Einmal No Deal, einmal Deal, ja, aber trotzdem sehr viel Feedback. Also ich sage ganz kurz Prognose, der Junge ist, ich glaube, er wird nächstes Jahr einer der größten Newcomer in Deutschland. Ja, und da können wir sagen, PA Sports hat's gesagt. Ich sitze hier, ich sage es. Ja, okay. Alles klar. LFM Takeover mit PA Sports und Kianosch. Was du machen kannst. Bruder, sei mal ehrlich. Er hat Talent oder nicht? Er hat Talent, richtig oder nicht, Chat? Seine Musik ist gut. Ja, nee, die macht Klicks. Hier, die macht Klicks. 16 Millionen. Aber was sagst du zum Beispiel zu Paschanim? Hat auch abgerissen. Eigentlich, ja, aber der hat so diesen, eigentlich müsste der Song des Jahres bekommen. Ja, der hat auch einen miesen Song gemacht, stimmt. Aber gut, aber gegen Apache ist schwer. Dieses Jahr, also was, also, oder? Aber ich meine, aber er hat halt einen Rap-Rap-Hit gemacht, so. Ne? Ja. Also gutes Beispiel für sowas in Frankreich und Amerika wäre jetzt das Überding gewesen. Der wäre jetzt so der Little Gucci, wie heißt der Little Gucci? The Baby. Little Pump. Little Pump. Mäßig, okay. Also jetzt von Impact. Ja, also ja. Ein Song durch die Decke, so mäßig. Ja. Bin mal gespannt, aber wie die sich entwickeln werden. Was denkst du denn? Ich habe gehört, der will gar nicht mehr rappen. Ja, der hat auch gehört, wegen Kopfick und so, ne? Irgendwie. Ich habe einmal mit ihm geschrieben, ich meine, lass einen Song machen, hat er mir abgesagt. Weil hat er wieder keinen Bock, oder? Er macht erst gerade, er meinte, er will erstmal mit seinen Jungs gerade machen. Okay. Ja, krass, schade. Ja, schade, auf jeden Fall. Ich wüsste zwar nicht, wie ihr zusammenkommt, auf was für ein Beat dann. Gibt schon Drip. Ja. Dann haben wir Paschanim natürlich Airwaves mit Stickel. Ich denke auch, Paschanim hat hier, also meiner Meinung nach, auch ein Ding gemacht. Once in a lifetime, also. Ihr müsst alleine, man müsste Awards erstmal geben für die besten Namen. Voll viele Leute haben scheiß Namen. Paschanim hat einfach krassen Namen. Paschanim ist krass. Krasse Titel, alles krass bei Airwaves, Alter. Ey, Airwaves müsste eigentlich mit ihm was machen, aber ich weiß aus Quellen, dass die gerade nicht mit ihm was machen wollten. Das weiß er vielleicht selber nicht, aber ey, du weißt es nicht von mir, Bro. Also ich bin, glaube ich, in... Wann war das? Ich habe ihn mal vor einem Jahr hatte ich ihn angeschrieben. Da war das, glaube ich, gerade on fire, das Ding. Meinte ich, ey, krass, finde ich cool, wenn du Bock hast, lass mal was machen. Hat er mir einen Korb gegeben. Ach, okay. Ja, wir schreiben öfter. Und, nee, aber das, man merkt halt an diesem Song, ne, dass den Beat finde ich jetzt gar nicht so geil. Ne? Dieses, was ist das? Ja, das ist schon, eher so House-Vibes. Ist von Stickel. Stickel hat es, glaube ich, gemacht. Deswegen, also alle anderen Produktionen vorher haben mir besser gefallen, ne? Aber man merkt halt, das ist halt was Grades, was halt leicht zu verdauen ist. Ich weiß nicht, neue Wave, aber trotzdem ist er authentisch, macht sein Ding. Seine Jungs, alle cool angezogen, stehen da an der Ecke. Kreuzberg, das ist Kreuzberg, ne? Ja,
sieht gut aus. Also glaube ich, ist eine gute Mischung zwischen, dass es eingängig ist, coole Topline natürlich, war geile Hook und halt authentische Jungs. Deswegen war ich von Anfang an da fasziniert von.